Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Touring-Karte Version 2.0. Wir werden jetzt mal gleich einen LKW nehmen und zum Hof den einen Überladerwagen holen und dann mal die ersten Geräte verkaufen. Ich habe nur alles verkauft, beziehungsweise alle Mods verkauft, die ich mal vielleicht raussehen wollte. Ich habe mir aber entschieden, nicht alle wegzunehmen. Ich habe die Prinzip vorher gesichert und falls ich doch mal welche löschen sollte, dass nicht dass keine Absicht gewesen wäre, dass ich das Geld behalten hätte. So, jetzt gehe ich los und fahre los und wir fahren zum Hof, einen Überladerwagen holen. So, nochmal Ton, Musik müsste passen. Hoffe jedenfalls, ich muss gleich Test machen. Ja, und wir werden jetzt mal sehen, wir haben noch ein paar Dinger hier zu liegen hier, na, Dünger. Gut, da können wir auch Düngersteuer reinmachen, ne? Wenn wir einen haben. Kommt auch noch, wir müssen mal zusehen, dass wir was für die Tiere kriegen. Und zwar ein Futtermischwagen, den großen. So, hier vorne ist der Überladerwagen. Den schnappen wir uns, also den Transport für schwere Güter, ne? Jetzt fahren wir mal zum Baumarkt. zum Händler und werden uns da entsprechend ein Gerät kaufen. Aktuell habe ich Kursplan nicht drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt soweit gelöscht bekomme, dass ich dann im Prinzip hier aktivieren kann. In der Hoffnung, dass dann auch entsprechend auf den Löhne gezahlt werden. Mal schauen, ne, was wir hinkriegen. Wir fahren mal los und holen uns mal das gute Stück für Mischfutter. Wir werden natürlich zurück nicht so schnell fahren dürfen mit dem Gerät. Die Lage machen wir später, das ist tragisch. Die rennt ja nicht weg. Hoffe ich jedenfalls. So. Ups. Ja, ich habe noch etliches gelöscht. Mods, Erweiterung, viele Sachen, die man nicht braucht, die ich nicht genutzt habe. Also Eros habe ich jetzt keine gesehen, auch einen kurzen Test nicht. Nur die üblichen Warnings, also das kriege ich auch nicht weg. Ich müsste mal komplett ohne Mods spielen, was glaube ich eher schwierig wird. Aber mal schauen. Dann machen wir leer, können wir voll Gas geben. Ja, wir haben jetzt späten Herbst und wir werden morgen Winter bekommen. Das heißt, es wird. Naja, es könnte kalt werden. Wir haben auch nur Raps ausgesät und Weizen. Seemaschinen brauchen wir immer nicht, aber die werden wir uns dann sobald im Frühjahr das Bedarf besteht holen oder wenn wir Zeit haben. Ne? Genauso mit Holz fällen nachher, uns auch ein Gerät holen. So nach und nach entsprechend wieder alles hinstellen. Die alten Geräte müssen noch mal gewartet werden und gewaschen. Die Traktoren, die wir da haben. Ist ja ein Riesengeschoss vorne, ne? Die Motorhaube. Oh, gigantisch. So, wir sind da. Mal kurz Außenansicht machen, dann sehen wir, was los ist. Und zwar überlege ich jetzt mal aus. Schauen wir mal nach. Und zwar Tierhaltung. Wir haben jetzt hier zwei Mods. Ich meine, das sind alles Originalmaschinen von Giants. Der kann 17.000, 13.000, 50.000.
Nur die Frage. Ja. Kostenpunkt. Der wäre am besten belissen, ne? Wir wollen ja ein bisschen sparen. Und bei Geräte? In meinem Traktor fahren wir ein bisschen ungünstig, ne? Beziehungsweise. Das ist ja jetzt hier aus dem DLC. Futtermischwagen. Macht Silage, Heu, Wetterung. 30.000, 23. Der könnte. Der ist für Stroh zuständig. Und das ist ja eine Mod, den ich habe. Habe ich noch gelassen. Und der hat die Funktion Autoload. Also wer jetzt Ballen hat, die man nicht reinkippen möchte, der kann den Ballen auch direkt dann reinheben. Das überlege ich mir auch noch zu kaufen, aber Stroh, ich weiß nicht so recht zur Zeit, Stroh. Und das macht ein bisschen schwierig mit rein rausfahren, ne? Weil hier ist es ziemlich groß. Deswegen, ja, wir werden doch Fahrzeuge nehmen. Und zwar erstmal den Original. Ich habe gesagt, wir machen im Original Fahrzeuge. Kaufen wir mal ein. Zurück. So, das heißt, wir werden jetzt hier mal ganz kurz gucken. Abkoppeln. Auch wenn die Musik nicht so laut, ne? Ich kann die leiser machen. Oh, könnt ihr das auch? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ausschlagmäßig ist das nicht so groß. So, da ist er. Jetzt viele Leute sagen, ja, die Geräte hast du gehabt. Ich glaube, den hat nicht gehabt. So. Den fahren wir rückwärts rauf oder vorwärts? Ach, wir quälen uns ja rum, wir fahren den vorwärts rauf. Den kann man auch notfalls noch ausziehen, ne? Also verlängern, den Anhänger. Leider geht das Festmachen nicht so, was ich am besten vorstellen würde. So, hier mal drauf, immer vorne. Hochfahren, ne? Schon rauf. Gegen. Wieder runter. Und. So, ich habe schon mit vollen Tank gekauft. Vollen Tank, ne? Also. Keine Sorgen. So. Was brauchen wir noch? Wir haben mal sehen, was die Kühe versorgt kriegen, ne? Wasser brauchen wir kein Gerät, da haben wir jetzt dafür die Rohre. Für Stroh. Ja, Stroh würde ich mal nicht machen, weil das nicht funktioniert. Gut, dann werden wir hier gleich drehen und wenden und dann mal zurückfahren, ne? Ja, jetzt fahre ich natürlich Außenmodus, weil gutes Stück gerne noch nicht runterfallen soll. Das heißt, wir müssen vorsichtig fahren. So, ich hoffe, das Spiel jetzt ein bisschen stabiler läuft als vorher. Gut, die Leistung ist so ähnlich der Marsch. Also bei ja, 80%. Nur dazu sagen, ich spiele auf 4K und maximaler Schuber, ne? Also, aber dank dass jetzt die Aufnahmesoftware jetzt auf dem anderen Rechner läuft, ist es im Ganzen für mich besser geworden. Einziger Nachteil ist die Aufnahmeprogramm, was ich rendern muss, dauert ein bisschen länger. Aber dadurch können wir auch in einer hohen Qualität ziemlich klein rendern und dadurch, ich hoffe es, dass man das so nicht auf YouTube erkennt. HD bleibt trotzdem.
nur HD ist, da 12.000 Bit vorgesehen von YouTube aus. Und wenn ich jetzt mehr aufbringen würde, würden die es automatisch runterrendern. Macht mich groß, macht mich stark und die kriegen einen besseren Code. Alle großen YouTuber haben einen anderen Code, einen besseren Code. V9 und wie sie heißt. Bei mir ist AC1, kann man noch was oder kein V9 zu sehen. Bei vielen kleinen, also. Jo, wir fahren jetzt Richtung Hof und wenn wir gleich entsprechend futtern, die. Ich weiß nicht, ob die Zeit notwendig ist. Ich überlege auch, ob wir jetzt das Feld 12 schon mal gruppern. Solange kein Frost kommt, können wir ja gruppern. Ne? Und ob wir die Gärreste als Dünger nehmen, mal sehen. Wäre eine Option, ne? Kein Kurs mit drauf, also. Muss ich dann so machen, also von Hand. Gut, aber man muss ja so lange vorbereiten. Dazu müssten wir einen starken Traktor haben. Und zumindest ein großes Güllefass mit der großen Arbeitsbreite. Da gibt es etliche Originalmods. Und die werden wir uns näher kümmern. Okay, Güllefass, ein großes. Für die Gärreste auf dem Dings fahren, auf dem Acker. Und ein Traktor, der es entsprechend ziehen kann. Also einen starken Traktor, der die 30.000 Liter plus dann ziehen kann. Wir, wenn man hoch ankommt, werden wir mal schauen, ob wir die Kühe noch Futter geben müssen. Oder wir machen das später bei Nacht. Also wenn das morgen früh dann wieder beginnt hell zu werden. Wenn das Futter jetzt noch ausreichend ist. Also es kann. Könnte sein, dass es nicht ausreichend ist, aber muss gleich aktiv werden. Ansonsten muss ich gleich mal schauen. Und ist Kühe. So. Also Futter ist ausreichend. Bei beiden Tieren. Also Heusilage nehmen wir nicht so ernst. Also ist nicht so wichtig. Und Gras auch nicht. Wir haben Herbst. Dürfte kein Gras mehr geben. Wir haben fast Winter. Wir haben noch keine kleinen Kühe, also Kälber haben noch keine. 05, 07, Strich, 05, Strich, 04, 05, 04. Also im Frühjahr sollen wir immer viele Kälber kommen. 04. Das wär, also 100 und 6 Tiere, Kühe. 03, 04, 03, 05, 02 ist glaube ich die jüngste, glaube ich. 04, 02. Also zum Frühjahr. So, und hier unsere Mastrinder. Die haben mittlerweile 1,4 Jahre alt. 556 Kilogramm. Immer mal ganz kurz schauen, was die Kühe kosten im Einkauf über Menü, was sie kosten würden, ob die höchsten Gewicht die anfangs hatten. Also ganz leicht waren die auch nicht, waren auch fast ein Jahr alt, ein Dreivierteljahr nicht, so ungefähr jedenfalls. So 0,8 Jahre 262, so ähnlich, oder das sind schon. Ein weibliches Tier, also die 0,8, die haben alle gewogen vom Gewicht her, also 260 den Dreh. Und wir haben, also jetzt würde 1144 bringen und beim Verkauf 1185, also wir würden jetzt ein bisschen Plus mal machen. Wir werden noch ein bisschen warten. Ne, das machen wir, warten wir ein bisschen ab. So, jetzt gucken wir nach einem großen Traktor und Gülle. So, ein Güllewagen. Kann ich vor. Wo ist das hier? Diverses nicht. Transport, Tierhaltung, Ballentechnik, so, Ladewagen.
Güllefässer. Und zwar ein Güllefass, wo wir die Gärreste auf dem Feld ausbringen können. So, da gibt es die Möglichkeit, dieses Gerät zu nehmen. Der hat 30.000 Liter drin. Und dieses Gerät hat drin rund 35.000. Da kann Gärreste und Gülle fahren. Wir wollen die Gärreste loswerden. So, das ist ganz gut. Vom Preis ja nicht. Aber er kriegt hier immerhin 5.000 mehr rein. Und die Arbeitsbreite ist hier auch 36. Das ist auch 36. Brauchen wir ein Gerät von 350 PS aufwärts. So, den kaufen wir gleich. Reifen ist da glaube ich wurscht. Wir machen Breitreifen. Kaufen. Dann machen wir zurück, natürlich. Das gute Stück, ne, das brauchen wir SC 700, SC. SC, keine Ahnung, steht nichts, PG. Also das müsste normalerweise passen. SC 12, SC 700. Habe ich da Mist gekauft? Oder PG 235. PG 2, ach ja gut, das passt. So, gut, das passt. Bei uns ist Ende. So, kaufen wir auch gleich. So, dann kaufen wir noch einen Traktor mit entsprechender PS-Zahl, 350. Das ist ein Großtraktor. Da hat einer hier 288, noch so wenig. Der Fendt hat 305. Der John Deere hat 290, so wenig. Der Fendt Vario 396. Das wäre ganz gut, der hat auch entsprechende Geschwindigkeit. Weil wenn er mich dauernd aber dann nachholen muss per Kursplan her, dann ist es ganz gut. Wenn es einen Fendt macht, der kann der auch normale Reifen nehmen. Nö. Dann ist er ungünstig für uns. Bei Holland, der hat 462 PS, den kann man gut mit Flügen, ne? Aber der hat nur 40 km/h, ne? Also wäre für Gülle dem Augenblick ungünstig, weil er Nachschub holen muss. Also doch schon einen Fendt nehmen. Und da können wir hier die Motorausführung. Ja, das ist genau 517 PS. Zwillingsbereifung, Radgewichte. Breitreifen. Breitreifen müssten ausreichend sein. Oh, ich bin draußen. Ist für meine Maus nicht gut. Ups. So. So, jetzt geht's weiter. So, dann kaufen wir den mal gleich. Ne? Und dann seid mal gleich von hier aus. Tschüss und winke, winke. Entschuldigung für die kleine Panne. Ja, wir gehen gleich weiter zum nächsten. Dann fahren wir eben zum Hof. Ne? Tschüss und danke fürs Reinschauen. Tschüss. Also ich kaufe noch ganz kurz, ne? So. Ich hatte nun gekauft. Und jetzt endgültig. Tschüss. Und bis gleich nachher. Tschüss.